meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Hashtag Mut zur Farbe. Ja, unser Thema ist ja Sugar and Spicy und ja, vorbereitet habe ich mich schon und ich hoffe, ihr seht es auch. Dann tue ich euch ein bisschen ran, ich habe gesagt, ein bisschen. So, dann fangen wir mal an. Oh, meine Augen haben jetzt getränt, weil ich die obere Wasserlinie gemacht habe. Ah. So, ja, fangen wir mal an. So, soweit eigentlich schon alles aufgetragen und ja, dann geht's los. Fangen wir an. Erst einmal mit einer Dingsfarbe. Ich schau mal, vielleicht lasse ich das schneller laufen. Ich weiß nicht, weil ja, wir bekommen heute Besuch und ja, so. Gucken wir jetzt mal, wie wir das am besten machen. So, am besten stimmen wir meine Lidschatten auf und ja, so, dann fangen wir mal an. Ich hätte ja auch praktisch ins Dings gehen können, aber ich wollte diesmal keinen roten Look schminken. Da habe ich die letzte Zeit schon so oft geschminkt, die roten Looks, und ja, von daher darunter verschoben. Ja, ich und meine Organisation ist klar. Das weiß man ja schon, das kennt man schon von mir. So, dann geht's weiter. Und zwar, ja, gehen wir mal so lang mit der Farbe. Das ist jetzt diese Glaube. Gewürze haben ja so viele verschiedene Farben und ja, von daher habe ich mir gedacht, ne, ich gehe heute mal in die bräunliche Richtung. Weil rot habe ich schon die letzte Zeit so viel Lutz geschminkt und ja, es wird langweilig sonst. Ne. Von daher, nee, alles gut. Hm.
Ja, heute kriegen wir Besuch. Mein Sohn kommt heute und ja. Von daher. Wir müssen auch immer arbeiten und von daher. Mal froh, dass wir uns mal frei haben. Er hat jetzt Urlaub, dann können wir es mal kommen. Ja. Könnte man noch was anders machen, denke ich mal. Das gucken wir mal. Da fehlt mir noch das gewisse etwas. Schauen. Irgendwie. Das Weiß kommt nicht zur Geltung.
Schon in der Kamera schon. Ich weiß nicht, hier im Spiegel nicht so. Na dann mach ich noch mal ein Portion Weiß auf, ne? So. Haben wir es hier fast wieder. Ja. Wand tuschen. Vielleicht schneide ich das raus, das Wimperngetusche, das werde ich schon sehen, weil wahrscheinlich. Da muss ich mich mal konzentrieren und ja. Dürfte genügen. Na klar, wie soll es auch anders sein, ne? Oh Gott. Schauen wir mal. Sich ein bisschen konturieren, du. Nicht viel. Ein bisschen halt. Nicht die Haare. So, noch mein Make-up-Schwämmchen noch. Muss ich jetzt aus den Haaren wieder rauskriegen. Jetzt da meine Haare angemalt. Ja, ich voll Pfosten. Ah ja. Ist ja klar, chaotisch wie eh und je, das bin halt ich, ne? So. Okay, dann.
Fleisch. Ja, dann nehme ich so. Obwohl das geht. Heute nicht viel Blasch genommen. So, da kann man noch ein bisschen gut. Jetzt mal soweit. Highlighter. Da bist du. Ja. Highlighter hätten wir. Und jetzt kommen die Lippen. Habe ich heute einen matten. So. So, alles wieder aufräumen. Ja, ist so. So, meine Lieben. Ups. Ich suche euch wieder raus. Das sieht er. So, das ist jetzt mein fertiger Look. So. Dann, ja, wünsche ich euch allen eine schöne und gesunde Woche und schaut bei den anderen Mädels vorbei, bei der Steffi und bei der Kirsten. Und Kanäle sind wie immer in der Infobox verlinkt. Und ja, wie gesagt, eine schöne, angenehme, gesunde Woche wünsche ich euch. Tschüssi.